Ich wollte ja eigentlich nicht, ne? Ich muss ja gestehen, ich wollte ja eigentlich nicht hier wieder zur alten Festung, Alter. Aber das sah schon alles wieder zu verrückt aus. Und ich musste es einfach mal wieder testen. Gerade weil mir an der alten Festung ja noch ein fetter Amur fehlt in Weiß und in Schwarz und ein fetter Schuppi. Von daher rein mit der Route auf Karpfen. Alter, der zuppelt hier schon. Ich habe gerade ausgeworfen. Ich bin hier gerade hin, habe alle drei Routen ausgeworfen. Schön die Karpfenrouten. Und habe mir gedacht, komm, Alter, dann probierst du doch jetzt einfach mal drei verschiedene Arten Boilies. Hier, das ist hier, glaube ich, gerade die Muschel-Kombi. Muschel, Sahne und Johannisbeere, genau. 1, 2, 3 verschiedene. Einfach mal reingeballert jetzt. Ich hatte das noch zusammengebaut vom letzten Test am Bärensee, genau. Und ja, Rollen wieder drauf gemacht, alles schön zusammengetüttelt und gib ihm! Ja, und es hat nicht lange gedauert, da ballert hier was rein. Wir gucken uns das im Detail gleich mal an. Aber erstmal muss ich hier versuchen, den Brocken rauszuziehen. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Habe ich ein falsches Vorfach dran oder was? 31 Kilo. Leute, nicht denken, weil das jetzt hier die alte Festung ist und ihr euch denkt, boah geil, Alter, ich bin ja auch schon Level 12. Da gehen wir erstmal schön zur alten Festung auf Karpfen. Nee. Besser nicht. Besser nicht. Und auch nicht von wegen, hör mal. Hör mal, hast du mal ein paar Boilies für mich? Ich will Karpfen angeln. Nee. Ist ja schön, dass du was willst, Alten. Aber man kann auch im höheren Level an so einem Level 12 Gewässer angeln. Auch dafür gibt es eben dicke Brocken da drin. Und man muss nicht mit seinem Starter-Feeder-Set unbedingt sich hier hinstellen und sagen, boah, geil, Alten, mit meinem 3-4 Kilo Setup ziehe ich jetzt die Brocken raus. Ist halt scheiße, ne? Also, ganz klar, nichts für Low-Level, das ist eher was für Mid- und High-Level hier. Ich sag mal, wenn man so im Setup so um die 14, 15 Kilo ist, dann kann man sich hier hinstellen. Bedeutet also Karpfenrouten und eine Alpha-Karpfenrouten oder ja doch Karpfenrouten und eine HSV als Rolle. Also damit könnt ihr euch natürlich hier hinstellen. Oder ihr habt vielleicht die Feeder-Routen, die Fortuna Feeder FD420 oder sowas. Dann aber auch schon mal mit einer Alpha in Kombination. Dann kann man das gerne mal machen. Auch da werdet ihr gegebenenfalls Gas geben müssen. Und wenn ihr in der Situation seid, ihr habt den Fisch, so wie ich jetzt hier gerade, in diese Richtung, da hinten ist die Insel, da müsst ihr echt zusehen, eure Schnur unten im Blick behalten. Wie viel Meter Schnur habt ihr noch? Denn gegebenenfalls müsst ihr hier wieder zurückrennen, zur Brücke, über die Brücke und dann erst wieder zurück und spulen und den Fisch wieder rausziehen. Ganz, ganz, ganz tricky. Auf jeden Fall mit ausreichend Schnur hier rangehen, ey. So, was haben wir denn jetzt hier für einen Brocken, Alter? 14 Kilo und ist so abgegangen. Alter, was ist denn mit ihm? Oh, der war so. Sieht aber gut aus. Was haben wir denn hier? Habe ich hier was verkehrt zusammengebaut oder was? Ist meine Bremse schon so durch? 31er, der Haken ist auch gut. 1er Haken. Wir gehen das gleich im Detail durch, ne? Also, das ist ja jetzt gerade. Ich muss mal eben ziehen. Ich zieh mal eben raus die Brocken. So, ich habe einfach reingeballert hier. Jetzt die 2. Jetzt die 2. Das ist, glaube ich, die Johannisbeer-Kombi, Alten. Johannisbeer-Kombi hat auch schon geliefert. Das ist gut. Beim Laufen übrigens, ne? Ich habe jetzt hier Shift gedrückt. Laufen, laufen, laufen. Und während ich laufe, drücke ich auch noch rechte Maustaste, dass die Spannung aufrechterhält, ne? Die Spannung unten am gelben Balken, die muss bleiben. Und dann zieht er quasi die ganze Zeit mit der rechten Maustaste hoch. Und du kannst laufen, die Spannung bleibt. Und zwischendurch anhalten, nachziehen. So, und jetzt müssen wir ein bisschen lenken hier den Fisch.
So. Also immer schön hochziehen dann. Das ist natürlich geil, ey. Hammerhart, Alter. Gerade reingeballert. Und da kommt schon der nächste schöne Brocken. Zack. 8,5. 8,5. Nicht schlecht. Nicht so schlecht. So. Also, und dann wieder rein damit. Route Nummer 2. Zack. Und an der dritten war auch noch was. Das war auf Sahne. Das ist aber eher ein bisschen was Kleines. Man kann hier natürlich jetzt auch schön eine Route schön auf dem Tauwurm haben. Natürlich auch nicht verkehrt. Ich habe keine Futtermische übrigens dran. Ne? Wir gehen jetzt gleich mal im Detail hier rein an die Routen, an die ganzen Sets. Keine Futtermische. Alles Standard und blank, nur mit dem Boily, Einserhaken im Wasser. Fangen wir an, hier gerade auf dem Giebel oder mit Ergebnis Giebel auf, ja, Kokossahne 16er Pop-Up. Das heißt, wir sind hier mit dem Pop-Up Rig unterwegs. Sahne weiß als Maiskörnchen da dran und dann nochmal Sahne-Dip. Ich denke auch, dass man das hier mit Kokos komplett machen kann. Kokossahne, Kokossahne und Kokos-Dip sollte wahrscheinlich auch funktionieren. Klassische Kombination, sowohl hier am Gewässer als eben auch am Bärensee funktioniert die Kombi immer wieder gern. Also testen. Löbt. Allen. Da zieht der Zar dir mal eben hier schön fetten 4,283 Kilo Aal. Unnormal. Feierabend-Chat wieder komplett on fire. Löbt der Lachs. Schön. Jetzt gucken wir gerade mal rein. Jetzt gucken wir gerade noch mal eben rein. Apropos. Gucken wir mal eben rein in die Community. Was geht denn da gerade? Hatten wir nämlich nicht. Hatten wir doch. Alte Festung, genau. Gucke mal, da hatten wir nämlich doch den Spinos. Der stand auch so ziemlich genau hier. Ich glaube, er stand hier. Kann das? Oder hier? Oder hier? Hier stand er. Ja, hier stand er auch. Genau. Und ja, hat auch hier ganz gut rausgezogen. Er zum Beispiel geschrieben, im Discord hat er geschrieben, ja, Alter, 9 Meter geklippt. Also ich habe jetzt hier keinen Clip, ich habe einfach reingehalten. Und er hat geschrieben, und das ist mir letztens auch aufgefallen an der alten Festung, Flaute am zweiten Tag. Das heißt, wenn ihr hier eine halbe Stunde plus steht oder sagen wir mal eine Stunde durch seid, dann ist die Nacht vielleicht schon mal ein bisschen mau. Und dann kommt am nächsten Tag nichts, dann ist er einfach mal zu einem anderen Spot gegangen. Er hat geschrieben, er ist zu 21,67 gegangen, das ist da oben. 21,67 eben hier rüber, hat dann hier geangelt. Hier stand ich die Tage auch und hatte genau das Phänomen. Wir hatten das die Tage im Stream bequatscht. Ich hatte genau das gleiche Phänomen. Ich habe hier geangelt da oben an der Stelle. Ungefähr 40 Minuten und auf einmal Ende. Nichts. Und zwar auch richtig gar nichts mehr. Einfach kein Brocken mehr reingegangen. Und da habe ich dann auch gedacht, Alter, das kann doch nicht sein hier. Aber er hatte das ähnlich hier an der Stelle, von daher halbe Stunde bis 40 Minuten, wenn dann da auf einmal Flaute ist, entweder vielleicht mal das Gewässer wechseln, anderen Spot nehmen oder einfach mal reloggen, ein bisschen rumprobieren, weil irgendwie gibt es da, ob das gewollt ist oder wie auch immer, irgendwie ist da immer mal wieder so eine Flaute mit den Karpfen. Was wir ja bisher drinne haben, beziehungsweise was halt reinballert. Eigentlich würde jetzt nur noch die Karausche fehlen. Vielleicht auch nochmal eine Schleie oder sowas in der Art. Aber dann haben wir hier die typischen Fische. Schuppenkarpfen, weiße Amur, Giebel, mit Glück vielleicht noch einen schwarzen Amur. Tendenziell aber eher bei Regenwetter. Also, was haben wir hier noch dran? Ähnliches Set. Schwarze Johannisbeere. Schwarze Johannisbeere, 15er Pop-Up mit schwarze Johannisbeere in lila als Maiskorn wieder da dran und Johannisbeer-Dip.
ran damit. Hat auch schon sofort was reingebracht. Und der dickste Brocken war jetzt gerade hier auf knoblauchige Muschel. 16er Pop-Up mit Muschel und Muschel und Muschel. Auch nicht schlecht, ne? Dass da direkt die Amo drauf geballert ist. 14 Kilo. Kann man machen, ne? Kann man machen. So, jetzt natürlich die große Frage. Lübt der Lachs oder lübt er nicht? Die Nacht ist natürlich immer verlockend, gerade wenn man hier wieder die dicken Aale sieht. Ist natürlich immer verlockend, gerade auch an der Stelle ist hier eine klassische Stelle fürs Aalangeln. So. Und es lübt anscheinend auch. Allerdings, ja, ich sehe schon wieder im Ingame-Chat den nächsten Aal, knapp 2 Kilo. Aal läuft anscheinend immer noch ganz wild. Das ist super. Ich glaube, da wurden auch im Discord einige Spots wieder verlinkt. Einfach mal gucken. Unterm Video gibt es ja den Link zum Discord. Und ja, ich angel jetzt noch mal ein bisschen hier weiter. Guck mal, was hier geht. Ich hoffe, dass es gleich auch hier ein bisschen, ja, wenn es wieder hell wird, wieder richtig loszieht hier mit der schweren Karpfen. Siehst du, da musste ich gar nicht viel quatschen und musste ich gar nicht viel Pause machen. Hat sofort angefangen zu bimmeln. Auf allen dreien übrigens auch wieder. Ganz eigenartig. Zack. Kurz anschlagen und direkt wieder die Muschel. Kurz vor 4. Ja. Aber ich finde, so kann es sein hier. So darf das sein. Gerade eben auch mit Karpfen und Co. Wie gesagt, mit zu leichten kleinem Setup besser nicht hier hinstellen. Es kommen auch immer wieder die Fragen, Alden, du hast doch da mit der Winkelpicker geangelt. Soll ich mir eine Winkelpicker kaufen? Nee, sollte nicht. Scheiß auf Winkelpicker, Alden. Winkelpicker ist halt wirklich, wenn du keine anderen Sorgen mehr hast, irgendwann, die wollen wir aber nicht, ey. Wenn du keine anderen Sorgen mehr hast und irgendwie gezielt auf kleine Fische angeln willst, dann kannst du auch mal eine Winkelpicker nehmen. Aber erstmal gerade am Anfang die Basics, ne? Schön mit den Basics, Fiederruten, Karpfenruten und so weiter. Und dann lübt das auch. Apropos Fiederruten, da fällt mir spontan wieder ein. Ich muss demnächst auch ein bisschen was auf den Fiedern machen. Fangen Sie einen Fisch mit einem Gewicht von mindestens 3 Kilo auf der Fiederrute. Das könnte ich doch mal machen, oder? Guck mal, jetzt zieht, glaube ich, gerade einer rein. Siehst du? Zack. Und wenn ich den draußen habe, dann tausche ich doch nochmal eine Fiederrute. Ich gehe das Risiko ein. Guck mal, schön. Schöner Schuppi. Und dann gehen wir jetzt mal hart auf das Risiko. Machen wir mal einen auf... Hier, Karma Komfort ist doch das Starter-Set. Ah, ich glaube, die Rolle ist nicht mehr original. Die ist aber nicht original, Alter. Das sage ich so, wie das ist. Inline-Montage lassen wir, wie es ist. Auch so... Kleines Blei. Und dann machen wir hier, wir müssen das ja ein bisschen anpassen. Die 6 Kilo Tragfähigkeit gehen wir auf mal. Machen wir hier 5,4 Kilo Vorfach drauf. Das ist quasi meine Sollbruchstelle. Sollte ich hier nichts mehr packen können. Aber ich habe hier drauf. Ich habe 160 Meter drauf. Kriege ich da nicht eine etwas dünnere Schnur hin? 160 Meter. 5 Kilo Schnur. Extra Silk. Dann habe ich aber auch wirklich 5,4. Okay, da habe ich nicht wirklich viel mehr. Machen wir trotzdem und ich haue hier die Kartoffel rein. Ach komm, wir haben noch früh. Vielleicht ballert ja noch ein Aal rein, ey. Hau mal einen Tauwurm hier rein. Zack. Bremse ein bisschen auf entspannt. Ich bin gespannt. Vielleicht geht da noch ein Aal rein, ey. Mega, ey. Aber die Achievements, wie gesagt, finde ich gut, dass es die gibt. Gerade für die Angler, die halt schon seit Jahren angeln. Die können da mal ein bisschen zeigen, was sie so können. So, jetzt kann aber hier auch mal schön eine reinballern, oder? Dann wäre doch mal was. Ich meine, jetzt hier die Nacht über war jetzt ein bisschen Flaute. Was hatten wir für eine Pause? Ja, 6 Minuten Pause.
Ist natürlich nicht ganz so geil, ne? 6 Minuten kein Fisch. Und dann auf einmal ging es wieder los. So. Ja, für die kleinen Routen, wie gesagt, also ich kann mir vorstellen, hier tatsächlich einfach mal mit dem Regenwurm, mit dem Mistwurm ausprobieren, solche Sachen. Guck mal, hier geht's auch schon los. Auf dem Tauwurm, gerade rausgeschmissen. Tauwurm, auch immer wieder schön, aber da auch ein bisschen vorsichtig sein. Da können eben auch so gewaltige Fische wie so eine ekelhafte Schläfergrundel mit 73 Gramm anbeißen. Zack, auf Johannisbär. Jawohl, 4,5er Schuppi. Und ja, wie gesagt, da auf jeden Fall immer ein bisschen vorsichtig mit sein. Ne? Gerade bei den Fiederrouten und dem kleinen Setup. Nicht die ganz großen fetten Köder, Kartoffel oder Kohlblatt und solche Sachen. Vorsichtig sein damit. Da können die ganz dicken, fetten Brocken drauf einsteigen. Und wenn ihr da zu wenig Schnur drauf habt, und das ist halt immer der Knackpunkt, ne? Ich habe jetzt hier auf dem Set mit dieser super dünnen Schnur, die trägt allerdings auch nur 5,4 Kilo, da habe ich jetzt komplett die 350 Meter drauf. Es würden 500 drauf passen, ich habe 350 drauf. Ist nicht so viel. 5 Kilo Tragfähigkeit, ein 5 Kilo Fisch, der macht hier schon Rambazamba. Auch der 3 Kilo, ich glaube es waren 3 Kilo, die ich brauche, ne? Fieder, mindestens 3 Kilo. Ja, die 3 Kilo... Die werden auch schon Gas geben. Wäre aber nicht schlecht, wenn das Ding reinballert. Dann habe ich zumindest das nächste Achievement, den nächsten kleinen Erfolg. Und dann geht das weiter. Und da scheint es so, als ob sich da der nächste Biss anbahnt. Und das ist tatsächlich so. Ja. Allerdings auch nicht mehr so ganz riesig groß. 7 Uhr mittlerweile. Hier auf schwarze Johannisbeere zuppelt da so ein bisschen was ab. Hat aber, glaube ich, gar nicht genug Kraft. Erlösen wir mal den kleinen Fisch. Guck mal da, Alter. Eine kleine Karausche auf dem teuren Köder. Ach ja, ey. Ich glaube, ich werde mal die Tage wieder mit einem kleinen Grundaccount reingehen. Ich war jetzt so viel hier mit dem Hauptaccount unterwegs, um ein bisschen Silber zu machen. Aber die Tage mal schön wieder mit einem kleinen Grundaccount mal wieder loslegen. Der muss ja auch mal endlich weiter leveln. Und ich glaube, ich werde mal wieder so einen schönen Giebel- und Karauschen-Spot suchen. Einfach so Anfänger-Style. Einfach mal rauskloppen. Zack. Stunde Kescher voll. Das wäre geil, ey. Das wäre der Hammer, ey. Schön auf Frequenz wieder. Einfach nur für den Spaß. Siehst du mal. Und da geht's auch schon direkt wieder weiter hier. Da zuppelt's gerade. Der erste kleine Zuppler hier auf dem Tauwurm nochmal. Ich habe gerade schon überlegt, ob ich hier nicht den Tauwurm gleich nochmal ändere. Nach, ich meine von der Uhrzeit her, na, es könnte immer noch ein Aal reinballern, mit Glück. Aber geiler wäre jetzt eigentlich gleich vielleicht doch nochmal eine Kartoffel dran zu machen. Und dann hatte ich schon gerade gedacht, eigentlich, wenn ich doch jetzt hier komplett ohne PVA und so stehe und ohne eine spezielle Futtermische, vielleicht baller ich einfach mal die Standard-Karpfenfuttermische rein, die man so standardmäßig herstellen kann. Gucken wir mal. Im schlimmsten Fall versaut es den Spot gänzlich. Dann müsste ich tatsächlich auch nach da oben gehen und da in der Grütze hier, relativ ufernah, so auch so um die 12 Meter, einfach dann da angeln. Ist das hier? Ne, ist es hier. Genau. Der klassische Hecht- und Aalsport. Und da sehe ich gerade im Ingame-Chat. Trophy-Hecht wurde gefangen. Black Fury, alter Petri. 12.111. Fetter, schöner Hecht. Geil, Hecht einfach, ne? Best. Immer geil, der Hecht. So, was haben wir denn da für einen kleinen Lümmel? Ach du Schande, die schmeißen wir wieder rein. Die bringen Unglück, habe ich gehört. Schnell wieder rein, ey. Lecko Funny. Die will man, wenn man die einmal hat, ne? Eieieiei, ey. So, Kartoffel nochmal raus. Jetzt kann es ein bisschen brenzlicher werden. Und ich werde das jetzt echt mal testen. Schnappen wir uns mal hier. Wo sind die ganzen Mischen? Hier, Karpfen-Standardmische.
Zack, 10 Bällchen. Gucken, dass wir das... Passt das wohl bis halb aufgeladen? Ja, es passt. 9. 10. Siehste, Alter. Und er ballert sofort rein, Alter. Futtermischel drin, Kartoffel dabei. Zack. Ist das wild. Und da ist schon einer dran. Okay, jetzt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Siehste? Und ich sag doch. Ui, ui, ui. Denk immer daran. Ui, 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 ui. Und schön lenken, und schön lenken. Wenn er nach da hinten abhaut, ist, hast du große Rennerei, Alten. Schön lenken. Er schwimmt nach rechts. Er hat sich wieder gedreht. Das ist jetzt hier Action und aufpassen, wohin der Fisch sich dreht. Jetzt geht er wieder darüber. Bisschen ziehen lassen. Genau drauf achten, wohin geht die, wandert die Schnur. Ich kann ihm nichts entgegensetzen. Ich kann ihm nichts entgegensetzen. Absolut nichts. Ich kann ihn höchstens versuchen zu lenken. Bis er müde wird. Wenn der abhauen will, ins offene, ins Freiwasser, dann ist er weg. Null Bremskraft. Fühlt sich wirklich an, als ob ich die Bremse gar nicht zumachen kann. Bisschen höher gehen. Ist immer schwieriger für einen Fisch. Leck mich doch am Fett. Also das ist doch... Na? Bremse ein höher. Hart am Limit. Wieder zwei runter die Bremse. No way, Alter. No way. Alten. Und wieder lenken. Und wieder lenken. Weiter lenken. Der ist immer noch nicht umgedreht. Energie nachkippen. Für solche Sachen empfiehlt es sich immer, ein Getränk oder irgendwie sowas dabei zu haben. Irgendwas Zuckerreiches. Kaffee, Tee. Tee einfach machen, ne? Tee einfach kochen für die Energie. Und dann das ruhig auch auf die Taste legen, ne? Also U gedrückt halten, auf eine Taste legen. Dann kann man das mal schnell mit einem Tastendruck reinkippen. Und muss nicht Tee drücken, das auswählen. Ich habe mittlerweile so viel Lebensmittel irgendwie in meinem, wenn ich Tee gedrückt halte, dann brauche ich schon 10 Sekunden, bis ich das richtige Getränk gefunden habe. Schön auf die Shortcuts legen und ab dafür. Ja, das ist jetzt so ein bisschen der Drill. Und so ähnlich kriegt man jeden Fisch gedrillt, ne? So kriegst du jeden, also was heißt, also die meisten Fische bei den ganz riesig großen, die verhalten sich dann vielleicht doch noch ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen ist das genau das Dingen. Ob das jetzt am Belaya ist mit einer Forelle oder wenn da ein Taimen dran ist, dann ist das jetzt das andere Ufer gegenüber, ist eben die Steilwand am Belaya und dann rennt er nach links, dann rennt man nach rechts und so weiter. Also genau dieses Spielchen kann man halt überall machen. Den Fisch quasi an Spot, wo wir hier gerade sind, hin und her drillen. Solange man hier so ein flussähnliches, so ein Gewässerabschnitt hat, was halt frei ist, wo er nicht nach vorne hin abhauen kann, der Fisch, kann man das halt richtig gut machen hier. Wenn wir hier noch so ein bisschen reinpumpen. Er lässt langsam nach. Er ist nicht mehr ganz so wild. Aber könnte immer noch, wenn er jetzt hier nach dahin abhaut, könnte mich immer noch nach dahin leer ziehen. Ich muss nochmal eben hier aufs Holz. Ja, das war knapp. Der wollte so schräg rüber, das wäre schon schlecht gewesen. Wieder. Der soll erstmal wieder zurück zur Brücke. Wieder. Oh, 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 oh. Scheiße.
Nein, jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab. Zweite Chance noch hier vorne. Aber nicht mehr so richtig. Okay. Versaut die Chance. Bremse brennt. Ich lasse ein bisschen lockerer. Schnur zieht, 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 zieht. So, jetzt wieder Bremse langsam hoch. Also rechtzeitig im Blick behalten, ne? Wann habt ihr den Fisch aus dem Drill quasi verloren, aus der Area? Wie viel Schnur habt ihr noch drauf? Und jetzt das gleiche Spielchen wie vorhin. Versuchen, dass die Schnur immer schön auf Spannung bleibt. Laufen, währenddessen hochziehen. Mit der rechten Maustaste und dann lang und ran. Ich bin gespannt, wie viel der hat. Ich meine, der kann irgendwie 5, 6 Kilo haben. Also der muss gar nicht gewaltig groß sein, ne? 5, 6 Kilo. Auf dieser 5,4 Kilo Schnur. Die Bremse ist wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz die fitteste. Naja doch, Bremse ist noch ganz fit. Also noch. Aber, oh nee, Alter, jetzt ist er noch dahin abgehauen. Alter, das ist aber auch gerade eine schreckliche Situation, ey. Was ein Geraffel. Hier kommen wir schon an dem zweiten Spot hier vorbei. 21,67. Hier einfach schön in dem Bereich. Der ist schon hinter der Insel. Jetzt kann ich schon einmal rumrennen. Ja, 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 ja. Oder kommt er gleich wieder zurück? Die Schnur geht so links rüber. Der rennt schon wieder zurück, ne? Ja, der ist immer noch da hinten. Kann schon bald wieder zurück in die Richtung. Der ist schon bald an der Hauptinsel. Ach je, ey. 350 Meter Schnur for the win, Alter. Schön mit der geflochtenen. Und Vorfach. Nee, da, was ein Geraffel. Was ein Geraffel, ey. Und das alles nur für einen, keine Ahnung, 10 Silberfisch oder was. Jetzt muss ich wieder zurück auf die Brücke. Alter. So, gleiches Spielchen. Ranziehen, Alter. Was? Also wirklich. Nicht auszudenken. Und nebenbei bimmeln da unten die Ruten, ey. Zum Glück sind da mittlerweile die Bremsen relativ weit hoch. Also wenn das nicht ein wirklich dicker Brocken ist, werden die nicht leer gezogen. Ja, dann versuchen wir jetzt weiter ein bisschen nach rechts zu ziehen. Auch nochmal zwischendurch ein bisschen anschlagen. So. Also hier rechts rüber ziehen, damit er dann weiter nach links geht. In Richtung von der zweiten Brücke da vorne. Ich denke mal, so ganz ewig kann das nicht mehr gehen, ne? Alter, du kannst es dir nicht ausdenken. Du kannst es dir nicht ausdenken. Du kannst es dir einfach nicht ausdenken. Wenn ich den Fisch jetzt hier an der Stelle nicht quer über die ganze Insel ziehen kann, war es das, glaube ich. Ich hänge hier irgendwie fest. Du kannst es dir einfach nicht ausdenken. Es gibt auch keine Möglichkeit, eine andere Route irgendwie zu zücken und abzulegen. Und die dann zu greifen ersatzweise oder. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier gerade nicht weg. Schön verbuggt. Schöne Scheiße, Alter. 20 Minuten Drill.
für den Arsch, weil hängen geblieben an der bescheidenen Textur, Alter. Ach, leck mich fett, Alter. Leck mich fett. Kann man nicht die Spotrod vielleicht noch nehmen? Durch das Aufheben irgendwie eine Chance. Wegzukommen. Ne. Ne. Da hängt er fest. Tja. Ich würde sagen, so wird das nichts mehr. Weder laufen können, noch dem Fisch irgendwie hinterher können. Ist natürlich wirklich räudig. Ich bin mal gespannt. Wenn ich den Fisch so ein bisschen da noch rausgelenkt bekomme, ist das schön. Ich mache mal jetzt hier irgendwie auf Autokurbeln. Gucken wir mal, was passiert. Bis gleich. Alter. Ich glaube, ich bin rum. Alter, du kannst es dir nicht ausdenken. Ich glaube, ich bin rum. Die Schnur sieht rum aus. Locker gelassen, gezogen. Schwimmen gelassen, gezogen. Ich glaube, ich bin rum. Ja. Er schwimmt nur noch minimal. Ich glaube, er ist fix und fertig, der Fisch. Auch das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Das cutte ich natürlich weg. Und dann gucken wir mal. Wir haben jetzt 19 Uhr Ingame-Zeit, wann er da ist. Ah. Er ist sogar schon ein wenig zu sehen. Er ist sogar schon ein bisschen zu sehen. Man sieht, er liegt auf dem Rücken. Die beiden Flossen, die Bauchflossen, gehen schon nach oben. Die sind so ein bisschen, da ist er am Rumzappeln. Ganz schwer zu erkennen jetzt gerade von unten, was es ist. Ich bin auch schon maximal rangezoomt. So sieht's normal aus. Alter Falter. Da ist er am Rumzuppeln. Ich kann die Bremse nur schwer höher drehen. Ich muss gleich vorsichtig sein. Im Endbereich, wenn er gleich da ist, auf jeden Fall die Bremse nochmal runter machen, wenn er gleich anfängt zu eskalieren. Nicht, dass er mir dann hier irgendwie nochmal durchgeht. Und jetzt langsam ranziehen. Das Eigengewicht vom Fisch ist gerade für die Bremse so schwer, dass sie ständig durchdreht, auch wenn ich noch eine Stufe höher stelle, was halt hart im roten Bereich ist hier, hart am Limit. Ich lasse es einfach so, dauert halt ein bisschen länger. Der kommt schon ran. Und da kommt er so langsam ran. Und da kommt er so langsam ran, Leute. Da ist er schon bald zu sehen. Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Alter, ey. Jetzt muss ich ihn auch noch so komisch hier rankurbeln. Bremse nochmal einen runter. Dass ich da mit der... Alter, ein Amur... Was eine Erleichterung, Alter. Leck mich fit. Auf 5,4 Kilo Rute will man kein 12 Kilo weißen Amur haben, Alter. Wir gehen mal verkaufen. Ich musste ja tatsächlich neu starten. Katastrophe. Ich hang da ja immer noch fest. Konnte mich kein Deut dort wegbewegen. Somit waren auch die beiden anderen Routen, wo jeweils ein Biss dran war, natürlich nicht mehr zu retten. Katastrophe. Der olle Amur. Ja, so einen kleinen kann ich jetzt loswerden hier. Den für 12. Für 28. Was bringt denn der in normal? 12 bringt 22. Na, GG, ey. Das ist ja der Hammer, ey. Ist das der Hammer. Komm, dann gucken wir mal eben rein hier. Was hat das ganze Geraffel denn hier gebracht? Knappe 100 Silber. Ja, eine Stunde. Naja, so ganz kann man es nicht rechnen, ne? Also, hier haben wir auf jeden Fall schon mal 36 Minuten Drillzeit für diesen Fisch. 33 Minuten Drillzeit. Halbe Stunde gedrillt, halbe Stunde geangelt. War nicht so schlecht.
Und in einer halben Stunde war zwischendurch auch noch mal ein bisschen Flaute. Also, ran an den Spot. Ich werde es hier auf jeden Fall noch mal mit Boilies probieren. Ich habe da ja schon bei diesen Gewichten hier schon ein bisschen die Hoffnung, dass da dann doch mal vielleicht die Trophy hier reinrasselt, die man ja hier benötigt auch fürs Fangbuch. Also, den Lümmel eben loswerden hier auf 28. Hatte ich nicht noch einen Giebel? 3 Stück ab 30 Gramm. Naja, die ganz kleinen sind nicht dabei. Schuppi als Trophy ist gerade drin. 20 Kilo, 8, ja, fast 900 Stunden noch. Den könnte man sich vielleicht nochmal gönnen, oder? Direkt auch noch belohnt werden. Warum nicht? Warum nicht? Also, jetzt wisst ihr, warum man nicht mit einem 5-Kilo-Setup mit der Kartoffel an der alten Festung angeln sollte. Petri, ihr Lümmels, ich wünsche euch geile Drills, zieht raus die Brocken, bis zum nächsten Mal.